Hallo und herzlich willkommen zu der 346. Folge von Minecraft Staffel 6. Hier mit mir der Celsius und Der JJ kein spielt. und JJ spielt. Herzlich willkommen, lieber JJ spielt. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der letzten Folge mitbekommen, da habe ich eine kleine Ankündigung gemacht. Und der JJ spielt ist ein offizielles Mitglied jetzt im Land Novanien. Alle Informationen dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich noch gar nicht, wer der JJ spielt ist, oder manche wissen es. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er Diverses macht. Unter anderem auch Minecraft und OMSI 2, wenn mich das nicht täuscht. OMSI 2, genau. War es korrekt? Ja, ne? Richtig. Richtig, alles klar. Und er hat mich mal angesprochen, letztes Jahr. Ich hatte da noch einen Server, nannte es sich der UnScrub Community Server. Der wurde dann ja aus technischen und privaten Gründen geschlossen, des Netzwerkes. Und dann bin ich ja hier drauf gekommen, auf diese Welt. Und in JJ hatte mich dann mal angeschrieben, weil er ein neues Projekt gesucht hat. Und dieses Projekt hat er jetzt hier gefunden, bei uns in Novanien, und hat hier ein kleines Örtchen angefangen. Was sich da wie nennt, lieber JJ? Schulag. Und in diesen Örtchen tut er seine Chroniken sozusagen. Ja, Chroniken von Schulag. Genau, die Chroniken hier verwalten. Mir ist gerade kein passendes Verb eingefallen. Sehr schön. Ist auch eigentlich richtig so. Ja, ne? Wir können ja hier jetzt noch ein bisschen rumlaufen. Es ist ein einfaches NPC-Dorf. Er hat jetzt hier schon ein paar Folgen umgebaut, ein paar Wege angelegt Ja, ich habe und versucht, Wege anzulegen, ein die ein bisschen bisschen zu dem geterraformt. Thema passen. Das finde ich auch schön hier, den Weg. So ein bisschen Dreck mit drauf. Also soll ein bisschen so wie damals, dann soll ja im mittelalterlichen Dorf Ja. werden und da sollte so eins vereinzelte Stellen so motterig darstellen. Finde ich ganz okay so. Ich auch. Schaut super aus. Dorfbewohner hat er auch schon massig einen wunderschönen Platz, den er hier kreiert. Also, der ist ja noch in Arbeit, der wird wahrscheinlich noch viel hübscher werden. Ja, der ist noch in Arbeit. Ich habe das alles einmal noch mit einem Holz ein bisschen versehen, dass ein bisschen Struktur reinkommt. So, und ringsherum hier drinnen sollen dann Marktstände reinkommen. Von beiden Seiten gekauft werden kann. Sehr schön. Oder da bin ich noch am Überlegen, wie ich es am besten meister. Hört sich schon mal sehr interessant an. Eiserner Kerl hat er auch schon zur Abwehr von diversen Monstrositäten. Hier sind noch ein paar Ja, dann bin der Dorfgebäude. Eisenmann, bin ich stolz drauf. Genau. Ein paar Dorfgebäude, wie zum Beispiel die Kirche, wo er auch bis jetzt noch die Verbindung zum Spawn hat. Hola. Ist der Spawn momentan, der wird aber später dann ganz verbessert. Genau, für meine Zuschauer kann ich mal ganz kurz auf der zeigen, wo Chulak liegt. Und wie ihr seht, ist das hier mit der Pilmsee so überhaupt nicht verbunden. Da muss man schon ein kleines Stück, ein kleines großes Stück nach Westen laufen. Und hier unten ist dann erst Nordwehen. Also das ist schon richtig ein Stückchen Laufweg. Nicht so weit wie bis zu unseren anderen Ländern dort hoch. Weit, weit im Norden. Die warmen, heißen Länder. Ja, aber ich hoffe mal, dass es eines Tages eine Zugverbindung gibt. Ja, die gibt es auf jeden Fall.
aber noch lange, lange weit entfernt, bis es fertiggestellt ist. Na, du kannst ja erstmal hier dich Aber einfinden. bevor diese Zugverbindung kommt, ist erstmal hier Genau. der Dorf vorrangig. Mach langsam oder wie du es eben magst und Ich überstürz baue nichts. offline und in Video mache ich baue ich. Aber Okay. nur in Video, das würde sich doch ein bisschen zu weit herausziehen. Am Ende ist ja über, weiß ich, viel, viel Folgen. Und die Community wollen ja auch sehen, dass da sich was entwickelt. Hört sich gut an. Ja, dann war's das erstmal wahrscheinlich von uns zweien hier. Mit dieser kleinen Information an euch, liebe Zuschauer. Das ist der JJ spielt. Ja, das ist der JJ spielt. Und er wird mit uns jetzt auch zusammen in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten einiges zu tun haben. Ich hoffe, dass das hier sich noch weit, weit entwickelt und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Da freue ich mich auch. Auf gute Zusammenarbeit. Gute Zusammenarbeit, Ja, richtig. jetzt fehlt nur noch ein Getränk hier, was mir ein bisschen stoßen kann. Aber nun gut. Für euch, liebe Zuschauer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen kommt eine Special-Folge. Morgen ist Sonntag. Morgen gibt es meinen langen Sonntag. Sonst gibt es ja sonntags nie eine Minecraft-Folge. Die gibt es jetzt ausnahmsweise mal. Dafür kommt aber kein Transportweaver. So, haben wir das auch mal gesagt? In dieser Special-Folge stellen wir komplett. Oh, Dankeschön für diesen Löwenzahn. Stellen mir komplett alles vor. Komplett. Also angefangen von Sunshine über mich, dann zu Annie, dann zum JJ, alles. Könnt ihr mal alles nachforschen? Die Aufnahmen, ich konnte leider selber nicht aufnehmen, weil ich zu dem Zeitpunkt ein technisches Problem hatte. Weitere Informationen kommen dann nächste Woche, weil ich ja ein kleines Projekt starten möchte. Kleines Tutorial dazu machen möchte, weil es haben wahrscheinlich in den nächsten Tagen manche oder viele auch das Problem haben. So, da es jetzt langsam Nacht wird, lege ich mich schlafen. Bald wird's Nacht. Ich habe übrigens den Shader noch drin, den wollte ich eigentlich vor der Aufnahme rausmachen. Es kann natürlich jetzt sein, dass wieder ein paar Bildstörungen hier drin sind. Leider, leider. Ja, morgen, langer Sonntag, meine lieben Freunde. Und ja, jetzt haben wir einen mehr, den lieben JJ. Den wollte ich euch noch vorstellen. Vielleicht seid ihr dann morgen bestürzt. So, jetzt ist Nacht, weil die Dorfbewohner rennen rum wie Schmitz' Katze. Zack. So, meine lieben Freunde. Dann, ciao, ciao. Ciao.